Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Unfinished Business. Wir stehen vor dem gefährlichsten Hebel der ganzen Tomb Raider Lore, ist zumindest mein Verdacht. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich ihn runterdrehe. Oh Gott, da steht er schon! Guck mal, Leute, ich bin so Banane. Fick dich, Alter, wie er sich von hinten an uns ranschleichen wollte, du Sau. Ja, ja, ich merk das schon hier, du kleiner Hobbyspanner. So ganz leise von hinten, hat er sich gedacht, ne? What the fuck? Komm, ziehen wir den Scheißhebel, bringen wir es hinter uns. Und ich wusste es, alle sind lebendig, alle schieben Randale. Und ich, Idiot, hab schon wieder die Waffen gezogen. Wishes, hör auf, beim Hebelziehen deine Knarren zu ziehen. Digga, du siehst nicht, was passiert. Ist das jetzt hier der Oberspanner oder was? Ich weiß nicht, war der jetzt irgendwie besonders? Hallo Jungs. Der hat sich jetzt bewegt und das hat uns nichts gebracht. Oder nee, warte mal, der im Hauptraum ist wahrscheinlich wach geworden, oder? Ich bin verwirrt. Was bringt uns das jetzt, dass der wach geworden ist? Also entweder müssen wir nochmal in den einen Raum. Oder warte mal, hä? Das bringt uns doch rein gar nichts. Muss ich hier alle triggern? Vielleicht. Man weiß es nicht. Man munkelt. Das ist wieder, weil ich, Idiot, immer alles wegklicken muss. Ah, da hinten. Ah, die Tür ist aufgegangen. Dankeschön. Okay, der Hebel geht von alleine wieder runter. Das habe ich auch noch nie so gesehen in der Tomb Raider Lore. Ha, interessant. Gut, dann wissen wir wenigstens, welches Tor aufgegangen ist. Das wird dann das dritte im Hauptraum sein. Das hätte ich mir schon fast denken können. Aber die anderen Kollegen bleiben stumm. Die waren wahrscheinlich nur hier, um den Spieler zu verunsichern. Was bei uns natürlich nicht geklappt hat. Ich war nicht eine Millisekunde verunsichert. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich wusste das alles. Mir machen hier die Mumien überhaupt keine Angst. Die können sich einen abstöhnen, bis die schwarz werden. Ist mir egal. So, jetzt wieder das scheiß dritte Tor finden. Wo auch immer sich das versteckt hält. Müsste eigentlich das noch in diesem Raum sein, oder? Müssen wir wieder zurück in den anderen Raum. Oh, das ist... Ich habe diesen ganzen Raum hier noch nicht ganz im Hinterkopf gespeichert. Ihr merkt das gerade. Aber wo zum Fick ist jetzt das Ding? Ja, jetzt sind wir grandios im Kreis gelaufen. Ich gehe nochmal zurück zum Hebel, Leute. Ich muss mir nochmal die Umgebung anschauen. Wo der das jetzt aktiviert hat. Ach so, das ist noch in dem Raum hier. Das ist noch bei der Schräge hier oben. Ich Blindfisch. Das müsste hier irgendwo links oder rechts sein. Ah, Wishes. Geh schlafen. So, hier beim Podest. Da, zweimal dran vorbeigerannt. Einmal mit Profis zusammenarbeiten hier. Das sieht aber hübsch aus. Antike Stühle. Ja, die sind wichtig. Die muss man auf jeden Fall hier von irgendwelchen Mumien hier beschützen lassen. Das sieht nach Ärger aus. Das sieht nach Ärger aus. Solche Treppen kenne ich noch aus der Sphinx in Camun. Das hat nie was Gutes zu heißen. Nachher kämpfen wir gegen so eine Monsterkatze oder so. Oh, mal wieder eine Jump-Passage. Wir müssen wahrscheinlich auf die andere Seite. Okay, ich wollte gerade fragen. Oh. Sand ist böse. Lara mag keinen Sand. Ich bin überfordert. Ich bin vollkommen überfordert. Was eine Schweinerei. Meine Güte, Leute. Ihr müsst. Ich bin so von den ganzen Sachen hier beeindruckt. Komm. Dass ich auch wieder vollkommen vergessen habe, dass die scheiß Mumien hinter uns immer noch sein könnten und jederzeit aktiviert werden könnten. Wo ist denn der Sack hier? Da ist er! Da ist er, da ist er. Ich hasse euch, ich hasse euch. Einfach geh sterben, geh sterben. Ich hoffe, er geht jetzt sterben, ne? Gehst du jetzt sterben, freiwillig? Dann könnten wir vielleicht doch, Freunde. Nee, geht er natürlich nicht. So, da muss ich nachhelfen. Ich hoffe, das war jetzt nur einer. Sonst springt mir der nächste gleich wieder ins Kreuz. Okay, wir haben gerade gelernt, Lara mag kein Sand. Nein, du musst... Du dumme Nuss. Du solltest doch nicht laufen. Das habe ich dir nicht gesagt. Du solltest gucken. Weil die scheiß Gucken-Taste jetzt nicht funktioniert. Ah, jetzt muss ich wieder hier den Stalker hier erstmal töten.
So, kommst du jetzt? Ach, weißt du was, wir ignorieren den jetzt. Ich gucke erstmal, ob ich von hier irgendwo... Ja, da unten, da müssen wir runter. Kamera, du bist gerade nicht hilfreich. Ah, scheiß drauf. Soll er alt werden. So, jetzt muss ich mich hier fallen lassen. Okay, dann kann er da oben jetzt auch rumjumpen. Kann uns jetzt erstmal egal sein. Ja. Soll er da oben alt werden. So. Ja, ja, kommst du nicht runter, du Sau, ne? Hast Höhenangst, richtig so. Ich denke mal, hier ist Rutschpartie in den Tod. Nein. Ja, wobei, ich gehe mal davon aus, sobald du da unten bist, stirbst du so. Oder, ja, da unten ist doch eine Rutschpartie. Der Gang ist offen. Aber von hier komme ich da schlecht rüber. Außer ich springe von hier da rüber. Das ist aber ziemlich... Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr das so von mir wollt. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich von da darüber an die Schräge und mich dann darüber hangeln kann. Probieren wir es einfach mal aus. Springen wir nochmal zurück. Ja, Kamera, die Tricks, die kannst du dir auch schenken. Die funktionieren bei uns auch schon lange nicht mehr. Ich weiß aber nicht, ob sie das schaffen kann. Sollte aber funktionieren. Stehe ich da normal drauf? Oh, sie will nicht weiterlaufen. Oh, jetzt habe ich gerade einen Bug. Okay, gut, alles klar. Hier können wir stehen. Dann hier rüber. Ach so, wolltet ihr eigentlich, dass ich... Warte mal, wieso kann man denn hier... Ah ne, hier kann man nicht hangeln. Hier kann man eine Etage runter, okay. Gut, aber dann sollte rein logisch, dass... Ihr seid Schweine. Da verbuggt sogar das Geschrei. Da hat die Figur selber nicht mit gerechnet. Das hat Lara jetzt genauso überrascht wie mich. Okay, gut. Dann müssen wir da mit einem normalen Sprung. Aber das sollte nicht ausreichen. Dann müssen wir das ein bisschen besser abtimen. So, weil mit einem normalen Sprung dürfte nicht ausreichen. Sollte eigentlich nicht gehen. Aber gucken wir mal. Die normalen Sprünge unterschätze ich sowieso immer wieder gerne. Ja, siehst du, ein bisschen Lebensenergie. Ja, aber dafür kommen wir jetzt in die Schräge da nicht hoch. Ja, ich weiß nicht, ob das so gedacht war, aber es hat funktioniert. Also nehmen wir es jetzt einfach so hin. Genauso wie die Uzi-Munition. Und dann können wir von hier direkt weiter. Ja, wobei, das bringt uns nichts, ne? Die Schräge geht nicht direkt durch. Ah, Lara. Ja, das um die Kanten hangeln hat sie leider auch erst in Tomb Raider 3 gelernt. Ja, Lara ist halt Spätentwicklerin, Leute. Die Idee, um Kanten sich entlang zu hangeln, das hat halt Zeit gebraucht. Kann man ihr auch nicht böse sein. So. Ich meine, die späteren Teile haben so viele extra Optionen bekommen, was man meinen könnte... Was machst du da, Fräulein? Ich bin da nicht rübergesprungen, damit du da lang rennst. Man könnte meinen, sie sind dadurch komplizierter geworden. Nicht wirklich, lustigerweise. Ich finde die ersten Teile so verglichen, ne, mit dem Zeitaufwand, die ich damals da hineingesteckt habe, ein bisschen heftiger. Oh, Katze. Hallo, Katze. Darf ich vorbei? Oh, was? Oh. Aber Moment mal, wenn jetzt hier diese Brücke ist, kann der Kollege jetzt hinterherkommen? Ich hoffe nicht, ne? Naja, ich finde eigentlich, die ersten zwei Teile sind vom Rätselaufbau auf jeden Fall ein bisschen komplizierter gemacht und auch nachvollziehbarer. Ah, hier war nur ein Schalter, okay. Weil, ne, diese ganzen Extra-Optionen ermöglichen es zwar den Level-Designer mit mehr zu arbeiten, aber ermöglicht es natürlich auch dir, den Spieler, dir als Spieler, das bessere Deutsch. Jetzt habe ich schon wieder die Cutscene weggemacht. Irgendwo ist jetzt hier eine Tür aufgegangen. Ich hab aber sowieso keine Ahnung, wo. Die war irgendwo an der Wand. Warte mal. Nein! Nee, die ist... Ist die unten? Die muss auf jeden Fall hier im Raum sein. Dann kann sie höchstens nur an der... Kamera. Dann kann sie höchstens nur an der Seite hier irgendwo sein. Die muss hier in diesem Raum sein. Ich sehe aber links und rechts keine Tür. Doch, da. Nee. Okay, dann vielleicht unten an der Treppe. Oder hier. Nee, hier. Die Tür ist aufgegangen. So, erstmal... das ist keine gute Idee. Einen Raum zu betreten, den ich nicht kenne. Und das rückwärts. Aber ich will hier den Nervigen hier erstmal weghaben. Wo bist du? Sind die anderen jetzt eigentlich auch aktiv? Nee. Aber ich mag den Aufbau hier. So, jeder Raum ist so eine kleine Herausforderung für sich. Und immer
abwechslungsreich. Da ist ein Panther. Da ist ein Panther. Stirb, Panther! Weg da! Nicht den Kopf stoßen! Oh, Schwein gehabt. Okay, die Uzis scheinen bei dem Panther nicht so beliebt zu sein. Bei den Mumien habe ich so das Gefühl, dass die auf jeden Fall mehr Schaden machen könnten. Da bin ich jetzt nicht so zufrieden. Die Mumien sind da wohl eher mit der Schrotflinte besser beizukommen. So, haben wir hier oben noch irgendwie was? Ja, da ist eine Luke. Wissen wir auf jeden Fall, wo es gleich weitergeht. Gucke ich mir nochmal eben kurz die andere Seite an, ob sich hier nicht vielleicht noch ein kleines Medipack verkroppt. Oh, da ist auch eine Luke. Okay. Hier spalten sich mal wieder die Wege oder die Luken gehen beide gleichzeitig auf. Kannst du natürlich auch haben. Aber so wie ich das hier sehe, hat sich hier jetzt nicht wirklich noch was versteckt, oder? Nee, immer den Blick noch an die Wand richten, ne? Falls hier irgendwo doch nochmal wieder ein Schalter sein könnte, damit wir uns hier wieder die Sucherei ersparen können. Nö, aber das passt. Gut, jetzt kommen wir wieder in einen leicht bewucherten Raum. Ich mag es, wenn es wieder ein bisschen grün wird hier. Oh Gott, Crocodile! Dich müssen wir leider töten. Tut mir leid. Du wärst auf Dauer ein bisschen zu nervig. Und ein weiteres kleines Medipack. Medipack. Weil es den Wishes glücklich macht. So, ist da vielleicht noch was? Nein. Ja, ich habe euch vorgewarnt. Wir werden hier uns alles in aller Ruhe anschauen. Auch wenn ich immer noch schockiert bin, wie sie uns die Items hier entgegenschmeißen. Ich höre ein Krokodil! Böses Crocodile, tut mir leid. Ich glaube, die haben wir sowieso jetzt einen Gefallen damit getan, indem wir dich umgebracht haben. Denn keiner hat Bock, hier alleine leben zu wollen. Ich meine, ne, seinen Partner haben wir jetzt gekillt. Also, da ist auch eins drin. Okay, das hätten wir vielleicht vorher töten sollen. Ist egal. Vielleicht lässt es uns ja in Ruhe und knuddelt viel lieber. Oh, guck mal, es lässt uns sogar in Ruhe. Okay, die Prüfung war jetzt vergleichsweise einfach. Ich nutze jetzt mal einfach die Gutmütigkeit unseres schuppigen Freundes hier aus und guck mal eben, ob er irgendein Item noch am Beschützen ist. Nein, ist er nicht. Wahrscheinlich ist er deswegen nicht so aggressiv drauf. Der lässt uns gerade echt in Ruhe. Der hätte uns jetzt schon zwei, dreimal beißen können. Genau, der liebt seine Wand. Dann lassen wir ihn weiter seine Wand lieben. Ist okay. Er hat ein paar Schusswunden mitbekommen, aber die heilen ja auch irgendwann. Macht euch da mal keine Sorgen, Kinder. So, wenn das jetzt nicht auf Zeit ist, war das ziemlich einfach verglichen mit den anderen. Jetzt muss ich nur noch wieder den Weg rausfinden hier. Wishes hat sich wieder verlaufen. Nee, warte mal. Hier sind wir doch irgendwo reingekommen. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Sieht alles gleich aus, Mann. Warte mal. Wo sind wir denn jetzt reingekommen, verdammte Axt? Sag, ach, da. Uff. Ja, Lara liebt ihre Decken und Ecken. Sie ist ja sowieso eine Frau mit vielen Ecken und Kanten. Und dementsprechend hat sie da auch eine Schwäche für. Ist okay. Man soll die Leute nehmen, wie sie sind. Ein paar Sachen kann man ja verbessern, aber das hat sie ja in zukünftigen Teilen sowieso gemacht. Obwohl ich immer noch eine Riesenschwäche für Tomb Raider 1 habe. Ich habe übrigens jetzt für die Leute, die jetzt schon länger, also die jetzt hier mitten im Part sind, kann ich das jetzt mal ansprechen. Ich habe übrigens, Leute, ein Tomb Raider 1 Master Quest gefunden. Mhm, da hat jemand Tomb Raider 1 auch mit der Tomb Raider 1 Grafik gebaut. Alle Level, mit der gleichen Grundidee der Story, aber die Level halt komplett anders verarbeitet. Also mit ganz anderen Rätseln. Ihr wisst, wonach das schreit, ne? Ihr wisst fucking nochmal, wonach das irgendwann schreit. Also ich habe mir nicht viel davon angeguckt, weil wenn wir es irgendwann auf dem Kanal machen, dann soll das natürlich dann auch ein Blind-Ding sein. Aber wollte ich nur mal kurz hier nebenbei schon mal erwähnen und gucken, wie euer Interesse nach diesem Add-on darauf noch aussieht, weil das wäre dann ein komplettes Tomb Raider-Spiel, was wir blind machen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wäre auch mein erstes, wie nennen sich die Dinger? Tomb Raider Level Editor Tomb Raider. Also, ne, dafür gibt es ein eigenes... Oh, die Klappe ist aufgegangen. Will ich hier runter? Soll ich hier runter? Oh, jetzt geht hier alles von alleine auf. Das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Hier hinten liegt ein kleines Medipack. Ich gehe auch mal stark davon aus, dass wir diesmal eine Menge Secrets liegen gelassen haben. Wir haben nämlich lange schon keins mehr gefunden. Aha. Hier ist ein Schalter.
Interessanter Aufbau vom Katzentempel. So, jetzt ist aber... Was ist denn jetzt passiert? Warte mal. Ja, die Kamera ist nur weggegangen, ne? Hm. Ich habe keine Ahnung. Ach so, daneben ist noch ein Schalter. Was, so, was habt ihr hier mit diesen Doppelschaltern? Wollt ihr die Leute damit verwirren, weil die immer davon ausgehen, dass... Ja, oh, yeah, jetzt haben wir es hier mit den doppelten Türen. Gut, dann mache ich mal alles einmal auf. So, da haben es uns die Ägypter diesmal ein bisschen einfacher gemacht. Wahrscheinlich hatten die einfach keinen Bock, irgendwie 10.000 akrobatische Übungen zu machen, um in einen der Kammern einmal rein zu dürfen. So, öffnen wir mal jede Tür, dass auch alles an Gegner gibt hier, was sich da drin befinden könnte, uns direkt entgegenkommt. Hab ich ja kein Problem mit. Wir sind ja jetzt bestens bewaffnet. Und wir haben die 100 Saves mittlerweile voll. So, was haben wir denn hier Schönes? Sind die Räume miteinander verbunden? Ich weiß es nicht. Kannst du natürlich haben. Das sieht nämlich vom Design stark danach aus. Nee, die sind alle einzeln gebaut. Oder nee, warte mal. Aber was ist mit der mittrigen Tür? Wo kommt er denn her? Scheiße, wo bist du denn hergekommen? Alter. Komm her, du Drecks. Was ist jetzt mal? Oh, meine Lebensenergie. Lebensenergie. Das war nicht mehr viel. Meine Lebensenergie. Ja, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns erstmal in dem Raum um. Der ist groß. Ja, das muss man echt sagen. Also pompös sind die Level diesmal ausgefallen. Ohne Witz jetzt. Auch für Tomb Raider 1 Verhältnisse verdammt viele Gegner in einem... Oh, wenn man vom Teufel spricht, kommt der um die Ecke gewatscht und grinst einen ins Gesicht. Verdammt viele Gegner pro Level auf jeden Fall verteilt hier. Gut, hier liegt nichts. Da liegt auch nichts, denke ich mal. Kein Schalter, gar nichts. Und ich höre ganz leise im Hintergrund ein Crocodile. Aber lieber ein Crocodile statt das Mumiengetier hier. So, und hier geht's rein in diese große... Ich denke mal, das soll eine Katzenstatue darstellen. Du sollst drücken, Madame. Ja, klasse. Von hinten wieder. Da seid ihr gut drin, ne? Das macht er gerne. Ich sehe das schon. Genauso wie ihr auf physikalische Gesetze scheißt, so wie ihr hier durch die Wände und Decken springt. Herrlich, Alter. Herrlich. So, dann gucken wir mal, was sich hier verbirgt. In so pompösen... Erstmal ein kleines Medipack. So, ich glaube, hätten wir bis jetzt kein einziges Medipack benutzt. Gucken wir mal, wie viel wir haben. 16 Stück, Alter. Das musst du dir mal überlegen. Wir sind erst bei anderthalb Leveln. Ja, renn nochmal gegen jede Wand, Lara. Zeig nochmal, wie kompetent du bist. So. Ich hoffe auch jetzt nicht, dass wir irgendwie dadurch die anderen Räume übersprungen haben. Ich kann euch halt... Aha, da kommen wir nicht hoch. Ich kann euch halt nicht sagen... Ich kann euch halt nicht sagen, ob die anderen Räume noch irgendwie relevant sind dafür oder ob man hier nur einmal den richtigen Raum finden muss. Ne, ich werde jetzt hier erstmal weiterspielen. Gucken wir einfach mal. Aber ich gehe mal davon aus, das traue ich dem Machern zu, dass hier alle Räume relevant sind. Und hier geht's auf einen hohen Außenbereich. Deswegen wird hier jetzt mal gespeichert. Das ist nämlich wieder eine super Stelle. Warte mal, gucken wir uns erstmal an, was wir da überhaupt erklimmen. Ich gehe mal davon aus, dass das... Sieht das für euch aus wie eine Katze? Nicht wirklich. Da oben, ja die, das ist eine Katze, der gerade mit den Stacheln knutscht, aber... Hm, egal. Gott, oh Gott, oh Gott. So, warte mal, kann ich hier runter? Ja, kann ich hier runter, sehr schön. Irgendwie fühle ich mich hier mit der kaputten Steuerung gerade ein bisschen sicherer mit Madame. Weil in dem Add-on will sie wirklich nicht das machen, was ich von ihr will. Ja, sind wir uns nicht ganz grün hier bei der ganzen Geschichte. Aber nun, ja. Oh Gott. Warum steckst du die Waffen weg? Hä? Ah, meine Munition war wahrscheinlich leer, ne? Ja, das passiert, wenn man nicht auf die Muni achtet, Wursches. So wunderbar die ganze Uzi-Muni verballert. Sehr schön. Alles auf den Kopf gehauen. Ja, ja. Der kommt doch hier rüber. Der kommt doch hier rüber. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Da, großes Medipack. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich sag was so. Fick, Alter.
Sarah! Töte sie doch endlich! Was zum... Alter, ist das assi! Nö, ihr kriegt mich jetzt nicht klein. Könnte knicken, Alter. Ich muss hier raus! Ja, dann ohne Scheiß, ey. Ohne Witz jetzt. Ohne Witz jetzt. Wie fucking unappetitlich war das denn jetzt gerade, bitte? Nee, Leute. Ja, das ist mir zu blöd. Hier gibt's jetzt dickere Kaliber. Auf den Scheiß habe ich ja jetzt mal gerade keine Lust. Kommt her hier. Jetzt feiern wir die Party nach meinen Regeln. Alter, dass der mich immer direkt... What the fuck, Mann? Wie die dich durch die Gegend kicken. Das Hauen ist noch nicht mal das Schlimme. Die kicken dich durch die Gegend, als wenn es keinen Morgen mehr geben würde. So, warte. Ich muss erstmal die Gegner hier loswerden. Es bringt gar nichts, wenn wir uns hier umschauen. Und wir pausenlos diese Drecksviecher ins Kreuz springen. So, komm her hier. Ja, halt doch noch mehr aus. Da oben ist ein kleines Medipack. Wie sind wir? Ich muss hier raus aus der Ecke. Hallo? Ey, ohne Witz, Mann, ne? Die Kollision von den Gegnern. Grauenhaft. Fucking noch eins, grauenhaft. So, wir versuchen es nochmal, sonst müssen wir das in der nächsten Folge hier beenden. Das gibt es alles nicht. Grauenhaft, diese Viecher. Also, das ist wirklich asozial. Ich meine, noch fieser wäre es gewesen, wenn sie diesen Mittelteil hier nicht gemacht hätten und wir auf der offenen Fläche gegen sie kämpfen hätten müssten. Das mussten wir im Hauptspiel ja sogar an einer Stelle. Aber man muss echt sagen, die Viecher sind hier viel aggressiver als im Hauptspiel. Gut, Leute, dann würde ich auch mal sagen, mit dem großen Medipack ist auch diese Folge erstmal vorbei. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es weitergeht mit Let's Play Tomb Raider Unfinished Business. Bis dahin, Freunde, haut da rein, euer Wushes. Das sind Reimketten hier. Let's Play Reimketten.